Meine sehr verehrten Damen, meine sehr geehrten Herren, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, herzlich willkommen zur zweiten virtuellen Hauptversammlung der BayWa AG, auch im Namen meiner Kollegen aus dem Vorstand. Und damit es gleich klar ist, rein sprachlich, genauso wie unser Geschäftsbericht, meine Damen und Herren, ich bin Anhänger, das heißt Anhänger, ein Bewunderer von Thomas Mann, der deutschen Literatur, von Goethe, auch von Herbert Riehl-Heise, dem früheren Edelfederschreiber, wie man das so schön sagt, der Süddeutschen Zeitung und anderer großer deutscher Dichter und Autoren. Insofern werden Sie heute hier in meiner Rede, genauso wie im Geschäftsbericht der BayWa AG, die echte deutsche Sprache hören und keine künstlichen Modifikationen, Veränderungen, Sternchen oder sonst irgendwas. Also, liebe Aktionärinnen, liebe Aktionäre, herzlich willkommen. Bevor wir uns mit einem wirklich sehr guten Geschäftsjahr 2020 näher beschäftigen, weiß ich, dass Sie von mir zwei Dinge erwarten. Erstens, Sie wollen hören, was wir zu aktuellen Themen denken und ich ganz persönlich, wie jedes Jahr, und das ist jetzt meine 14. Hauptversammlung in der BayWa und natürlich will ich Sie nicht enttäuschen. Der zweite Punkt ist, wir sind ja hier ganz aktuell, wir sind ja live und ich will Ihnen zeigen, wie live wir sind liver als live, nämlich heute früh wurde gemeldet, dass die BayWa RE AG, meine Damen und Herren, ja, Sie haben richtig gehört, BayWa RE AG, ich werde nachher erläutern, was das jetzt schon wieder ist, einen Windpark verkauft hat, eine Windfarm verkauft hat in Schweden, der Swedish Wind Farm mit 62 Megawatt an die Firma ERG, IAG in Italien. Und das ist das Interessante, da sehen Sie, wie wichtig dieses Geschäftsfeld für den Gesamtkonzern geworden ist, mit einem EBIT von sagen wir mal, ca. 27 Millionen Euro und von diesen 27 Millionen werden einige Millionen in 21 und einige in 22 bei uns in der Gewinn- und Verlustrechnung aufschlagen und dann natürlich entsprechend im Geschäftsbericht verarbeitet. Nur ein kleines Beispiel. Und ich gratuliere Matthias Taff, dem neuen Vorstandsvorsitzenden der BayWa RE AG, ganz herzlich zu dieser großartigen Meldung heute früh. Das ist eine von vielen, das ist mir schon klar, aber ich wollte Ihnen das sozusagen live mitgeben. Und meine Damen und Herren, Matthias Taff hat ja Ende März den Vorstand der BayWa AG verlassen und konzentriert sich als Vorstandsvorsitzender der BayWa RE AG auf diese Position. Er leitet den Vorstand und das Unternehmen. Lieber Matthias, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich ganz herzlich für die bisher geleistete Arbeit zu bedanken. Über 10 Jahre, 11 Jahre sind wir zusammen unterwegs und wir werden das natürlich fortsetzen unter einer etwas anderen Konstellation, weil wir ja einen Partner mit EEP in die RE AG aufgenommen haben. Aber mein Dank an dich, an dein Team, aber vor allem auch an dich persönlich, weil du ja nicht nur die RE GmbH im Vorstand vertreten hast, sondern auch den klassischen Energiesektor, dass du sehr viele Impulse gesetzt mit deinem Team unter der Führung natürlich von Herrn Flierl. Danke dafür und die Verantwortung ist jetzt in den Vorstandsbereich von Markus Pöllinger übergegangen und ist dort auch mit Sicherheit in besten Händen. Ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Aufsichtsratssitzung und ich habe die Ehre und das Vergnügen, Vorsitzender des Aufsichtsrats sein zu dürfen. Ja, meine Damen und Herren, bevor wir jetzt uns mit den Geschäftszahlen beschäftigen, möchte ich zur politischen Lage hier im Land einige Ausführungen machen. Sie wissen, die BayWa AG hat genossenschaftliche Wurzeln. Wir sind dem Genossenschaftswesen nicht nur traditionell, sondern auch ganz praktisch im Tagesgeschäft verbunden. Alleine unsere Nachhaltigkeits- und Sustainability-Strategie zeigt, dass unser gesellschaftliches Engagement stellt es unter Beweis. Selbstverwaltung, Selbsthilfe, die drei großen Prinzipien des Genossenschaftswesens, meine Damen und Herren, sind nicht nur die Basis für die BayWa, sondern sie sind auch integraler Bestandteil eines Begriffs, der in den letzten Tagen in der Presse immer wieder gestresst wurde, merkwürdigerweise gar nicht so kritisch, wenn ich überlege, was da für Unsinn erzählt wird und erzählt wurde, nämlich die soziale Marktwirtschaft. Die soziale Marktwirtschaft ist einer der Erfolgspfeiler der letzten 70 Jahre hier bei uns in Deutschland für den Wohlstand, Wohlstand für alle,
war ja das Schlagwort. Und ich finde es schon sehr traurig, dass offensichtlich die heutige Politikerinnen-Generation irgendwie von dem historischen Ursprung der sozialen Marktwirtschaft, die die Basis für unseren Wohlstand darstellt, nicht nur keine Ahnung hat, sondern vor allem nicht weiß, wo das herkommt. Bei allem Respekt und Anerkennung natürlich der großen sozialdemokratischen Partei in Deutschland, der SPD, die hat die soziale Marktwirtschaft nicht erfunden, obwohl der Begriff sozial vorne steht, sondern letztendlich geht es hier um die sogenannte Freiburger Schule, Eucken, Müller-Amack, die großen Vordenker der sozialen Marktwirtschaft und natürlich Ludwig Erhard, der erste Wirtschaftsminister im Kabinett Adenauer und spätere Bundeskanzler und Wirtschaftsprofessor. Und ich bin sehr froh, dass es in Nürnberg jetzt auch ein Ludwig Erhard Museum gibt, wo man hoffentlich auch jungen Leuten erklärt und vielleicht auch dem ein oder anderen Politiker erklärt und Nachhilfeunterricht erteilt, was denn die soziale Marktwirtschaft eigentlich ist. 1949, das erste Mal, ist dieser Begriff aufgetaucht im CDU-Wahlprogramm nach dem Ahlener-Programm, dem berühmten, das auch sehr starke sozialdemokratische und sozialistische Elemente hatte. Ich habe darüber mal eine Arbeit geschrieben, darum kann ich da mitreden. Und über die letzten Jahrzehnte hat sich eben die soziale Marktwirtschaft als großartige Erfolgsgeschichte erwiesen. Teile der SPD haben in den 50er Jahren, bis 59, dann wurde das korrigiert, diesen Begriff als sinnloses Wort, Zitat, bezeichnet. Der Wohlstand beweist aber, und das, was über die Jahrzehnte bei allen Schwierigkeiten und Problemen, die wir auch heute haben, und die Herausforderungen, die wir uns stellen müssen, beweist aber, dass das Konzept der sozialen Marktwirtschaft, einer Konsenspolitik im Unternehmen, einer sozialen Absicherung, einer sozialen Orientierung, auch die Mitbestimmung, die betriebliche Mitbestimmung, die Unternehmensmitbestimmung, die in dieser Form in ganz Europa wirklich einzigartig ist, weder die Franzosen noch die Holländer noch Italiener, auch Österreich in der Form kennt das nicht, so wie wir das in Deutschland über die Jahrzehnte entwickelt haben. Und ein großer Schritt war damals die sozialliberale Koalition 1972, wo das Betriebsverfassungsgesetz im Prinzip in der heutigen Struktur geschaffen wurde. Und ich bin jetzt 31 Jahre Vorstand bzw. Geschäftsführer, war in 7 Branchen, auch international, wie Sie wissen. Ich kann nur eines sagen, diese auf Konsens orientierte Politik im Unternehmen und um das Unternehmen herum ist ein Garant nicht nur für den Erfolg, den betriebswirtschaftlichen Erfolg, sondern auch für den volkswirtschaftlichen Zustand der Bundesrepublik Deutschland. Das haben viele vergessen und ich kann nicht verstehen, wie Menschen, vor allem junge Leute, sich dem Sozialismus, dem Extremismus, wie gestern ja in einem netten Bildchen dieser jungen Dame aus Berlin von den Grünen nachvollziehbar und sehr exemplarisch dargestellt wurde in verschiedenen Zeitungen, dass man sich selber als linksextrem bezeichnet, meine Damen und Herren, und offensichtlich nicht versteht, wie wichtig für die Wirtschaft und für uns alle Freiheit ist. Und ich glaube, wir haben vor allem jetzt in der Pandemie erlebt, was es bedeutet, wenn in Grundrechte eingegriffen wird und zum Teil auch eingegriffen werden musste. Das ist nicht Gaudi, das ist kein Witz und eine DDR 2.0. Und das sage ich auch als Chef des Vorstands der BayWa AG und als Unternehmer, als Manager. Eine DDR 2.0 wollen wir nicht haben und das wird uns in eine desaströse wirtschaftliche Situation führen. Also, Wohlstand für alle war in den 50er Jahren das Credo und jetzt geht es um die Frage, wie wird das eben weiterentwickelt, dass wir auch alle Menschen auf die Reise mitnehmen können. Und deswegen erlauben Sie mir bitte einen Sprung in die Gegenwart. Vor einem Jahr standen wir, in etwa vor einem Jahr schon mal hier, es ist kürzer gewesen, wir haben die Hauptversammlung verschoben gehabt aufgrund der Corona-Krise. Ich hätte mir nicht vorstellen können, meine Damen und Herren, dass die Digitalisierung derartig an Fahrt aufnimmt durch die Corona-Krise. Und ich muss wirklich sagen, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, die BayWa hat wahnsinnig schnell gelernt. Wir waren innerhalb von wenigen Wochen in der Lage, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, soweit das geht, technisch überhaupt geht und vom Inhalt geht, mobile Arbeitsplätze und Homeoffice-Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Das heißt, die digitalen Errungenschaften und die Technologie hat uns sicherlich geholfen, die Pandemie zu bewältigen, beziehungsweise auch als Unternehmen entsprechend weiter zu arbeiten.
Wir haben das Virus nicht endgültig besiegt. Wir haben vielleicht ein Stück weit im letzten Jahr gelernt, damit zu leben. Aber ich glaube, ganz wichtig ist zu sehen, dass wir handlungsfähig geblieben sind. Nicht nur die Bayern natürlich, sondern die Wissenschaft, die Industrie, die Wirtschaft und auch in einem gewissen Maße natürlich die Politik. Wir haben uns bei der Politik und in den Medien, und Sie haben das vielleicht mitbekommen, auch in einem offenen Brief an den Herrn Bundesgesundheitsminister dafür eingesetzt, dass Impfungen von Betriebsärzten und auch von Hausärzten vorgenommen werden sollten. Mittlerweile dürfen Betriebsärzte in einem engen Rahmen impfen. Bei uns ist das ja auch schon passiert. Der Herr Spahn hat sich bis heute zu diesen Briefchen nicht geäußert. Ich habe auch mehrfach in der Öffentlichkeit schon gesagt, ich finde, der muss mit mir nicht reden. Ich bin halt der Klaus Lutz und das Thema ist erledigt. Aber wenn ein wesentliches Unternehmen wie die Bayer an den Gesundheitsminister schreibt, dann könnte man eigentlich erwarten, dass er antwortet. Am nächsten Tag übrigens, also die E-Mail und dann später, ein bisschen später im Brief, aber vor allem die E-Mail bekommen hat, hat er sich im Fernsehen dazu geäußert, dass das eine gute Idee sei, ohne uns allerdings zu zitieren. Naja, es wäre auch verbotene Schleichwerbung wahrscheinlich gewesen. Und naja, gut, so warten wir halt immer noch auf die Eingebung der Bundesregierung für die BayWa, aber ich glaube, die brauchen wir auch nicht. Wer sich aber sehr stark hier eingesetzt hat und uns geholfen hat, ist natürlich die bayerische Staatsregierung, der bayerische Gesundheitsminister und auch der Ministerpräsident. Und ich bin sehr froh, dass wir als BayWa an dem Pilotprojekt zur Covid-19-Schutzimpfung teilnehmen dürfen. Genau heute vor einer Woche konnten wir an unserem Technikstandort Münchberg im Landkreis Hof in Oberfranken, Oberfranken auch schon deswegen, weil da unser Aufsichtsratsvorsitzender natürlich herkommt, meine Damen und Herren, konnten wir unsere Belegschaft impfen. Das ist ein erster kleiner Schritt natürlich und nur auf Bayern bezogen. Wir sind ein globaler Konzern. Die Notwendigkeiten sind natürlich weltweit eigentlich gegeben. Aber ich darf mich wirklich nicht nur bei der bayerischen Staatsregierung und Ministerpräsident Söder hier bedanken, sondern bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die Kollegen, die sich hier innerhalb kürzester Zeit in der Lage sahen, ein Impfzentrum, und mittlerweile haben wir etliche Impfzentren förmlich aus dem Boden zu stampfen, und in den 4 Tagen haben wir mit Hilfe unserer 6 Betriebsärzte, die vor Ort waren, unter der Leitung von Professor Dr. Dr. Hindl, unserem Chefbetriebsarzt, und der Johanniter Unfallhilfe, haben wir gut 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter impfen können. Und wir stehen natürlich für weitere Impfaktionen zur Verfügung. Wir starten heute einen Piloten in der Bayerischen Impfallianz, wofür wir natürlich auch sehr dankbar sind. Das Impfen an sich sehe ich als einen sehr großen Schritt wieder zurück in die Normalität. Zumal unsere Mitarbeiter hier ja auch an der Front stehen. Wir können hier Verbundenheit sehr stark leben und eine ganz tolle Geschichte daraus machen für ganz Bayern, für ganz Deutschland. Ja, meine Damen und Herren, das war Michael Kufner, der Chef unseres Health and Safety Bereichs im BayWa Konzern weltweit. Er ist Corporate Function, wie man das so schön nennt. Er leitet von der Gesundheitsseite den Impfprozess gemeinsam mit den Ärzten. Vielen, vielen Dank, lieber Herr Kufner. Er ist ja auch Mitglied im Aufsichtsrat und ist heute natürlich virtuell auch zugeschaltet. Ich möchte mich aber auch beim Krisenstab der BayWa AG hier in Deutschland und überall in der Welt ganz herzlich für die exzellente Zusammenarbeit bedanken. Und wenn ich mir die Zahlen anschaue, dann sind wir bisher Gott sei Dank glimpflich durch diese zum Teil ja wirklich dramatische Krise gekommen. Wenn ich an Indien, Brasilien ist ein wichtiger Markt für uns auch, denke. Aber unterm Strich haben wir es, glaube ich, ganz gut gemeistert. Also danke an alle, die teilweise Tag und Nacht und am Wochenende arbeiten mussten und auch meine Telefonanrufe ertragen mussten, wie zum Beispiel auch unsere
Personalchefin, die Frau Böse. Aber so ist es nun mal. Wer mit mir arbeitet, muss rund um die Uhr verfügbar und einsatzbereit sein. Sonst funktioniert es halt einfach nicht. Das ist modernes Management übrigens und nicht die Frage, ob ich jetzt um 17.45 Uhr nach Hause gehe oder nicht. Meine Damen und Herren, nochmal zurück zur deutschen Wirtschaft. Ich finde es wirklich fantastisch, dass der Vorreiter Prime Mover, wie man das so schön nennt, beim Thema Impfstoff BioNTech gewesen ist. Und wie Sie wissen, kommt dieses Unternehmen aus Mainz. Ich glaube, es ist ein deutlicher Beweis für die Innovationskraft und die Leistungsfähigkeit des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Übrigens, ich benutze noch den Begriff Deutschland im Gegensatz zu anderen, weil wir in Deutschland leben. Wobei ich natürlich eigentlich mehr Bayer bin, das gebe ich auch zu. Was zeigt uns das im Hinblick auf den Wirtschaftsstandort? Der Staat, meine Damen und Herren, das ist ganz wichtig, ist auf die Mithilfe der Wirtschaft angewiesen. Umgekehrt brauchen wir die Leitplanken und die Spielregeln von Staat. Die meisten Unternehmen sind auch bereit, den Wandel, der jetzt auf uns zukommt, mitzugestalten, mitzuhelfen, dass wir eine gute Zukunft für uns in Bayern, in Deutschland und natürlich in Europa haben. Und der allerwichtigste Punkt ist, ohne Wirtschaft keine Arbeitsplätze und ohne Wirtschaft, meine Damen und Herren, auch keine internationale Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Allerdings braucht man dazu auch eine vernünftige Steuerpolitik und an der müsste auch gearbeitet werden. Und wir können die Arbeitsproduktivität sowie die Reallöhne natürlich nur dann steigern, auch auf Sicht und nicht irgendwann in 20, 30, 40 Jahren, wenn die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes und letztlich der einzelnen betriebswirtschaftlich geführten Unternehmen gewährleistet ist. Und auch nur so werden wir die Schulden abtragen können, mit denen die Corona-Pandemie unseren Sozialhaushalt, die Sozialsysteme, den Staatshaushalt halt schwer belastet. Das sind auch viele vernünftige und gute Dinge gemacht worden, das muss man auch mal sagen. Und wir müssen allerdings uns ein Stück weit am Riemen reißen, meine Damen und Herren, um auch weiterhin ein Innovationstreiber zu sein. Wir dürfen nicht sozusagen auf irgendeinem Beifahrersitz in Richtung Zukunft fahren, denn wir würden sonst allenfalls in eine Verarmungsstraße abbiegen. Und das wollen wir doch alle nicht. Ich bin froh und dankbar, meine Damen und Herren, dass die Wirtschaftskraft Deutschlands insgesamt trotz der doch massiven Turbulenzen keinen Strömungsabriss, sogenannten Strömungsabriss, also eine ganz dramatische Delle erfahren hat. Wir sehen natürlich schon einen Rückgang insgesamt volkswirtschaftlich betroffen und die positive Energie und die Schaffenskraft in den Betrieben, die sich während der Pandemie zum Teil ja auch vervielfacht hat, hat mitgeholfen, dass die Krise volks- und betriebswirtschaftlich nicht in ein totales Desaster geführt hat, wie in anderen Ländern. Und meine Damen und Herren, wir als BayWa, wir werden alles dran setzen, den Wandel in unserem Land auch künftig in den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, spürbar zu gestalten, mitzugestalten und als Grundversorger in unseren Elementen, in denen wir unterwegs sind, Agrar natürlich, Energie und Bau und viele Beteiligungen, die wir haben und jetzt auch die Innovation und die Digitalisierung. Wir werden uns als Grundversorger diesen Herausforderungen natürlich stellen und die neue Strategie dabei war, die in den letzten Jahren, als ich hierher kam, Internationalisierung, Globalisierung, auf der ganzen Welt präsent sein mit verschiedenen Geschäftsmodellen. Diese neue Strategie heißt künftig Nachhaltigkeit. Die BayWa will und wird der Nachhaltigkeitskonzern werden. Zum Teil sind wir es auch schon, klar, wenn ich an Renewable Energy denke. Wir werden der Nachhaltigkeitskonzern werden in den drei großen Kernsegmenten unserer Geschäftsmodelle. So, aber jetzt erst einmal, wie angekündigt, natürlich wie bei jeder Hauptversammlung, unsere Bilanz und wir ziehen sozusagen den Strich unter 2020. Und wie ist denn das Geschäftsjahr 2020 gelaufen? Meine Damen und Herren, ich glaube, Sie als Aktionärinnen, als Aktionäre können wirklich stolz darauf sein, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilweise unter erheblich schwierigeren Bedingungen als die Jahre zuvor ein doch hervorragendes Jahresergebnis erwirtschaftet haben. Das Beste in der bald 100-jährigen Geschichte unseres Unternehmens. Meine Damen und Herren, die
strategische, globale, internationale Ausrichtung. Es gibt immer noch Leute, die fragen, warum macht er das Ganze und so. Mein Gott, den kann ich dann auch nicht helfen. Ich kann immer wieder das Gleiche erzählen, das muss ich aber hier nicht, weil sie sind ja alle Fachleute und sie verstehen, was wir machen. Die strategische Ausrichtung der BayWa in den letzten 13 Jahren ist eine Erfolgsgeschichte, die sich in unserer Bilanz, meine Damen und Herren, immer deutlicher niederschlägt und spiegelt. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Im vergangenen Jahr ist die deutsche Wirtschaft insgesamt um 5% geschrumpft. Wie ich gesagt habe, kein totales Desaster, aber ein Schrumpfen ist zumindest im Dienstleistungsbereich auf jeden Fall sichtbar. Das sehen wir und spüren wir ja tagtäglich. Wir müssen ja nur sozusagen auf die Straße gehen. Dabei war ist es Gott sei Dank gelungen, in 2020 jetzt das beste Ergebnis zu erwirtschaften in der Unternehmensgeschichte. Was heißt das in Zahlen? Die BayWa erhöhte auf knapp 17,2 Milliarden Euro den Umsatz. Viel bedeutender und wichtiger ist natürlich, dank einer Steigerung um 14,2% auf 215,2 Millionen Euro vor Zinsen und Steuern, dass die BayWa das beste operative Ergebnis, kurz EBIT, aller Zeiten verbuchen kann. Die konkreten Entwicklungen der einzelnen Segmente werde ich noch darstellen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in Anerkennung oder die Anerkennung für das insgesamt herausragende Ergebnis der BayWa im Jahr 2020 gebührt nicht dem Vorstand oder Aufsichtsrat oder so, sondern unseren 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die weltweit den Konzern dahin tagtäglich führen, wo er heute steht. Und es kommen noch viele, viele tausend Menschen dazu, die nicht fest angestellt sind. Ich denke an die Erntehelferinnen, Erntehelfern, international vor allem in Neuseeland, die uns jedes Jahr unterstützen, dass wir in der Lage sind, unsere operativen Aufgaben zu erledigen, abzuarbeiten im Sinne der Aktionäre, im Sinne der Ergebnisse und einer dann auch vernünftigen Dividende. Viele haben unter erschwerten Bedingungen gearbeitet. Ich war selbst mehrfach auch draußen und habe mich vor Ort, internationale Reisen waren ja nicht möglich, aber habe mich vor Ort erkundigt und habe geschaut, wie läuft es denn da draußen. Die Zusammenarbeit mit den Kunden war ausgezeichnet in den allermeisten Bereichen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben ein höchstes Engagement gezeigt und das Verständnis füreinander, Kunde, BayWa-Mitarbeiter und für die Notwendigkeiten auf der operativen Ebene. Manchmal hat man vielleicht ein bisschen Geduld gebraucht, meine Damen und Herren. Das Verständnis ist aus meiner Sicht wirklich gewachsen und dafür kann ich wirklich auch nur Danke sagen. Eine ausgezeichnete Leistung. Ein guter Teil unseres Erfolges fußt natürlich auch, wie ich vorher schon gesagt habe, auf unseren genossenschaftlichen Wurzeln und dem Ruf von Friedrich Wilhelm Raiffeisen, dem großen und großartigen Genossenschaftsgründer, neben Schulze Delitzsch natürlich, der aufrief zur gegenseitigen Hilfe auf Treu und Glauben, wie man das im 19. Jahrhundert gesagt hat. Und dem fühlen wir uns nicht nur ideologisch sozusagen oder ideell verbunden, sondern nach innen, nach außen inhaltlich. Wir versuchen das tagtäglich zu leben, denn ohne verlässliche Partner auf allen Seiten wird es keinen nachhaltigen Erfolg geben. Raiffeisen und seine Kollegen sind sozusagen ein Grundbaustein für eine nachhaltige Wirtschaftspolitik, für ein Wirtschaften gewesen. Aktueller geht es gar nicht. Und wie ich immer sage, Raiffeisen, Schulze Delitzsch, das sind die Sieger. Es gibt heute Raiffeisen-Genossenschaften, Raiffeisen-Banken, nicht nur bei uns hier, sondern auch international. Und wenn ich sehe, wo Karl Marx steht, ich sage immer Charlie Marx, da können Sie sich selbst ihr Bild machen. Also für mich ist der Raiffeisen der große Sieger und Karl Marx, naja. Meine Damen und Herren, gemäß unserem Leitgedanken, unserem Claim, wie man das so schön nennt, Verbundenheit schafft Erfolg, unterstützen wir seit Beginn der Pandemie verstärkt kleine und mittelständische Unternehmen aus unserem Partnernetzwerk, die wirtschaftlich besonders stark unter der Corona-Pandemie leiden. Mit der gezielten Vergabe von Aufträgen, die man vielleicht normalerweise irgendwie anders abarbeitet in unserer Einkaufsabteilung und auch das, dass man hier
an kleinen Schräubchen dreht, das ist für mich Teil der unternehmerischen Verantwortung, der Selbsthilfe, der Selbstverantwortung von Unternehmen und Unternehmen. Und eines dieser Unternehmen und Firmen ist beispielsweise die Firma Genusszeit, unser Kantinenbetreiber hier in der Münchner BayWa-Zentrale. Einschränkungen im ganz hohen Stil. Ja. Das ist nicht nur das Betriebsrestaurant, das ist der Konferenzbereich, das ist der Eventbereich, der uns hier wegbricht. Übergreifend zu der Firma Genusszeit haben wir natürlich hier den einen oder anderen Laden dann auch schließen müssen. Die Idee, die wir haben, ist ganz gezielt lokal mit kleineren Unternehmen, die uns beliefern, zusammenzuarbeiten. Wir kaufen dort Ware, Dienstleistungen ein, um durch unseren kleinen Beitrag Unternehmen zu helfen. Nach dem Motto, verbunden auch in der Krise. Das heißt, Genusszeit kocht und wir finanzieren es, weil die Menschen, die mehr Hilfe brauchen, ganz simpel ernährungstechnisch sozusagen, diese Zahl der Menschen wächst dramatisch an. Mich persönlich hat diese Aktion emotional tatsächlich sehr berührt. Wir tun grundsätzlich gute Dinge, ich bin davon überzeugt. Aber hier haben wir nochmal das i-Tüpfelchen draufgesetzt. Ja, meine Damen und Herren, das war Herr Trine, unser Chefkoch hier in der BayWa AG. Wir unterstützen aber auch andere kleinere Gaststätten um uns herum, wenn hier Essen stattfindet, natürlich immer unter hygienischen Voraussetzungen, Abstand, das ist alles selbstverständlich, muss man immer dazu sagen, nicht, dass sich gleich wieder irgendwer aufregt. Also, ich bin stolz darauf, dass das gelungen ist, auch wir reden nicht über Multimillionen oder gigantische Umsätze, sondern es ist auch ein Stück weit die Hand hinhalten für Menschen, die wirklich in Schwierigkeiten sind, für Unternehmen, die um die nackte Existenz kämpfen und nicht jeder hat die diversen Überbrückungshilfen so schnell bekommen, dass er davon auch leben kann und überleben kann. Und wir haben eine Überlebensfrage in etlichen Industrie- und Wirtschaftssektoren. Meine Damen und Herren, in der Öffentlichkeit wird derzeit der Begriff Nachhaltigkeit oft auf Klima- und Umweltschutz reduziert. Und ich habe gesagt, die Nachhaltigkeit wird einer der Eckpfeiler, der Oberbegriff unserer neuen Strategie sein. Das ist sicher, also Klima- und Umweltschutz ist sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil. Aber in diesem Begriff steckt sehr viel mehr. Und damit Sie wissen, wo und wie orientiert sich die BayWa, an welchen Grundsätzen, das sind zunächst mal nicht die 17 Prinzipien der Vereinten Nationen, sondern wir kommen vom klassischen Nachhaltigkeitsbegriff, der immer wieder mal ein bisschen auf verzerrt dargestellt wird. Im Übrigen, wer sich mehr dafür interessiert, ist es Teil meiner Vorlesung. Also an der TU München. Neben der Ökologie, die natürlich sehr wichtig ist, spielt die Ökonomie eine wichtige Rolle. Ohne Wirtschaften, ohne Profit, und wenn es geht, viel Profit, keine Investitionen, keine Weiterentwicklung der Wirtschaft, auch keine Rettung der Umwelt und der Natur. Wir müssen Geld verdienen und wir müssen profitabel sein. Und es geht nicht nur sozusagen um das Auszahlen von Dividenden, sondern um die Reinvestitionen in die Zukunftsfähigkeit, in moderne Technologien. Wenn ich zum Beispiel an die Landwirtschaft denke, an Farmfacts, die ganzen Softwareprodukte, die wir jetzt anbieten können. Und jedes Jahr, und Sie sehen das ja an den Zahlen, machen wir hier in Anführungszeichen Verluste. Das sind Investitionen in die Zukunft, um ökologisch besser der Landwirtschaft helfen zu können und das Ganze eingebunden in ein soziales System. Ich meine, man kann ja nicht die soziale Marktwirtschaft hochhalten und ich ergänze den Begriff soziale nachhaltige Marktwirtschaft, ohne auf diese soziale Komponente zu achten. Also, wir als BayWa treiben Nachhaltigkeit in diesen drei Kategorien massiv und mit wachsender Geschwindigkeit voran. Das ist unser Ziel. Wir haben auch eine entsprechende Abteilung vor vielen Jahren gegründet. Da wurde über all diese Dinge noch gar nicht groß philosophiert. Und wir sind erfolgreich damit. Und ich werde Ihnen jetzt erzählen, in welchen Geschäftsfeldern Nachhaltigkeit auch eine wichtige Rolle spielt. Warum wollen wir uns auf diesen Begriff konzentrieren? Meine Damen und Herren, die politischen Rahmenbedingungen und die Regulatorik werden es künftig, und das zeichnet sich ja massiv schon ab, für jedes Unternehmen wirklich erforderlich und notwendig machen, sich in Sachen Nachhaltigkeit neu aufzustellen. Wir haben hier bereits
gegenüber unseren Wettbewerbern und so weiter schon, behaupte ich, einen großen Vorsprung. Wir sind da wettbewerbsfähig und wir haben die entsprechenden Konzepte und wir zeigen praktisch tagtäglich, dass wir das nicht nur wollen, sondern auch können. Wir denken nicht darüber alleine, wir reden nicht nur, nein, wir handeln auch entsprechend. Und deswegen werden wir jede einzelne Investition in der Zukunft auch auf Nachhaltigkeit überprüfen, auf die Zukunftsfähigkeit unter dem Begriff der Nachhaltigkeit, sonst wird der Vorstand diese Investitionen ablehnen. Und das habe ich vor kurzem in unserem sogenannten Risk Board. Alle 14 Tage sitzen wir zusammen, virtuell jetzt natürlich, wo so 40 bis 60, je nachdem, Manager zusammenkommen, und habe das erläutert. Und da war schon erst einmal Ruhe, leichtes Vibrieren hat man sozusagen am Bildschirm sehen können bei einigen, weil jeder natürlich nachgedacht hat, was heißt das jetzt für uns. Und wichtig ist, dass wir uns damit im Detail und im Einzelnen eben auseinandersetzen. Das werden wir tun. Wer von Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, den Nachhaltigkeitsbericht, der vor kurzem erschienen ist, gelesen hat, der wird erkannt haben, dass die Themen Umwelt, Klimaschutz, soziales Engagement, Nachhaltigkeit und so weiter wirklich keine Feigenblätter sind, sondern da können Sie nachlesen, was wir konkret machen, konkret tun. Dieser Bericht ist veröffentlicht. Ich kann jetzt natürlich im Einzelnen nicht darauf eingehen. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Bericht, der Taten zeigt und beweist, auch Kritiker überzeugen können. Ein Beispiel. Unser erstes Klimaziel haben wir bereits 2020 erreicht. Der Strombedarf des Konzerns sollte zu 100% aus regenerativen Energien abgedeckt werden. Und zugleich sinkt unser Energieverbrauch noch schneller als ursprünglich geplant. Deshalb gilt natürlich dasselbe auch für die Emissionen von Treibhausgasen, die die BayWa verursacht. Und ich spreche hier immer von unserem globalen Konzern und nicht nur vom südlichen Oberbayern oder Oberfranken. Eine aktuelle Nachricht möchte ich zu dem Thema noch besonders hervorheben und da sie uns alle mit großem Stolz erfüllt. Meine Damen und Herren, die Vereinten Nationen haben die BayWa gerade im sogenannten International Climate Ranking, also im Klima-Ranking, also in der Hitliste sozusagen, in den Kreis der 50 Sustainability and Climate Leader, also Nachhaltigkeits- und Klimaführungsunternehmen, gewählt. Der Lohn für vielfältige Innovationen in diesem Bereich, die wir weltweit entwickelt und marktreif gemacht haben. Our environment is full of changes, and this can just give us an idea on how the environment in the world is going to evolve in the next decade. Floods, droughts, hail, late frosts and other severe weather events happening much more frequent than they did in the past. So the climate change is obvious and the climate change is here. First step is to understand what is the challenge. The second step is to have the courage to create maybe unusual answers and to implement the answers in concrete action. Our subsidiary TNG Global, based in New Zealand, is the exclusive partner for a global pan-industry breeding program where they are looking for new apple varieties that can also grow in dry and hot conditions. And we are very proud of announcing the first climate change resilient apple variety in 2020. We are here in Hegelbach, where we developed and implemented our first agri-photovoltaic power plant. Agri-PV is a solution that can be a strategy for the farmers to adapt to global warming. We have photovoltaic panels on an upper level and we do agriculture production below. We provide shade, we provide a reduction in water consumption, we provide at the same time electricity, so Agri-PV increase the land use efficiency and thereby enable the farmer to adapt to climate change. We as BayWa are part of the RE100, which is a global initiative and where we engage us for more renewable energies within electricity supply. Furthermore, reporting to the CDP, which is also a global active initiative, we are engaging for more transparency and sustainability in our value chain.
I think for a good employer today, it's very important that people understand you are involved in sustainability and the challenges of the climate situation. So show that we act. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war ein kleiner Ausschnitt aus einem längeren Film, ich glaube, dauert so 10, 15 Minuten, der von Bloomberg produziert und auch gesendet wurde zu dem Thema Nachhaltigkeit von Unternehmen auf einer globalen Basis. Und wir haben hier Ihnen zwei, drei interessante neue Aspekte gezeigt, insbesondere Agri-PV. Und wir wollen damit auch unseren vielen Landwirten Mut machen, dass wir an ihrer Seite stehen und mit ihnen gemeinsam nachdenken, was können wir denn alles noch machen, damit auch ihr Geschäft, unser gemeinsames Geschäft und die Entwicklung der Landwirtschaft so ist, dass wir alle auch eine Zukunft bei uns zu Hause haben und das Ganze nicht nur sozusagen global stattfindet. Und Agri-PV, sicher eine kleine Nische, aber erscheint uns und erscheint mir doch ganz interessant zu sein. Aber bleiben wir bei Nachhaltigkeit, was wir gemacht haben. Und jetzt kommen wir zu einem der beispiellosen Erfolgsgeschichten unseres Konzerns in den letzten 13 Jahren. Meine Damen und Herren, im Jahr 2009 war Greta Thunberg 6 Jahre alt. Im Übrigen, Greta Thunberg hat, können Sie heute nachlesen, getwittert gegen Israel aufgrund der aktuellen politischen, militärischen Situation und wie Bild und Welt, also Springer-Konzern heute berichtet, kein Wort zum Raketenterror der anderen Seite. Also eine sehr einseitige Betrachtungsweise, hat auch nicht unbedingt was mit Klimarettung zu tun. Nur so eine kleine Fußnote für die heilige Greta aus Schweden. Ich beziehe mich, Zitat, auf Dieter Nuhr, unseren deutschen Kabarettisten im deutschen Fernsehen. Er hat sie so bezeichnet. So, aber ich will ja nicht über die Greta reden, das ist ja nur sozusagen der Einstieg. Und jeder mag seine eigene Meinung dazu haben. Meine ist, glaube ich, relativ klar. In dem Jahr, wo Greta 6 Jahre alt war, haben wir die BayWa RE gegründet durch verschiedene kleinere Transaktionen. Und mit einem Umsatz von 2,5 Milliarden Euro und einem operativen Ergebnis in 2020 von 111 Millionen Euro hat sich das Geschäftsmodell erneuerbare Energie zu einer tragenden, ich will fast sagen, auch nach vorne blickend, der tragenden wirtschaftlichen Säule des BayWa-Konzerns entwickelt. Im Jahr 2021 haben wir einen weiteren letztlich in 21 im ersten Quartal weiteren Entwicklungsschritt vollzogen, obwohl die Verhandlungen vorher liefen und Signing vorher war, um in den Märkten für erneuerbare Energien bestehende Wachstumspotenziale, meine Damen und Herren, schneller wahrnehmen zu können, haben wir die BayWa RE GmbH, Renewable Energy GmbH, wie sie hieß, Ende März in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Und sie firmiert jetzt als BayWa RE AG. Vorstandschef ist Matthias Taft mit einem 6-köpfigen Aufsichtsrat. Unser Finanzvorstand Andreas Selber, der auch hier im Raum ist, ist Mitglied und ich habe das Vergnügen, Vorsitzender sein zu dürfen. Und vorausgegangen war eine Kapitalerhöhung. Wir haben auf der letzten Hauptversammlung darüber ja kurz berichtet, bei der BayWa RE. Und mit einem neuen Partner, der Energy Infrastructure Partners AG, kurz EIP, aus der Schweiz, ansässig in Zürich, haben wir 530 Millionen Euro neues Kapital eingebracht und EIP hat 49% an der BayWa RE AG im Zuge einer Kapitalerhöhung übernommen. Mit dieser verbreiterten Kapitalbasis soll jetzt unser Projektgeschäft kurzfristig natürlich deutlich auch international global ausgeweitet werden. Wir sind ja schon überall auf der Welt, aber da legen wir noch einmal eine Schippe drauf. Und neben dem Aufbau und Ausbau des Projektgeschäftes wird eine Erweiterung des Portfolios wichtig sein, nämlich eigene Solar- und Windparks auf die Bilanz zu nehmen mit einer Kapazität von ca. 3 Gigawatt für die Eigenvermarktung von Strom als sogenannter Independent Power Producer, kurz IPP genannt. Und was ist die Zielsetzung? Und ich habe es, glaube ich, in der letzten Hauptversammlung auch schon angesprochen.
Wir wollen einen stabilen Cashflow und auch eine stabile Ergebnissituation für Sie, liebe Aktionärinnen und Aktionäre, schaffen. Und dazu werden wir einzelne Assets aus der Projektpipeline, die wir normalerweise verkauft hätten, auf die Bilanz nehmen, in der Bilanz halten und allerdings den Großteil der Projekte, die realisiert werden, auch wie bisher weiterverkaufen. Das heißt, am Geschäftsmodell BOOT, Build, Owned, Operated, Transfer, wird sich prinzipiell nichts ändern, sondern wir erweitern unsere Geschäftspolitik durch ein weiteres Geschäftsmodell. Diese Kapitalerhöhung, meine Damen und Herren, war die bislang größte Transaktion in der Unternehmensgeschichte der BayWa und im März wurde es endgültig abgeschlossen. Technisch gesagt, sagt man dazu Closing. Wir haben also das Closing im März im ersten Quartal über die Bühne gebracht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Verständnis von Verantwortung ist es auch, Geschäftsmodelle, die lange Zeit gut funktioniert haben, auch immer wieder zu überprüfen, zu durchleuchten und zu hinterfragen, um letztlich zukunfts- und wettbewerbsfähig zu bleiben. Und das hat sehr viel mit dem Thema Nachhaltigkeit in der Zukunft zu tun. Nur wenn Unternehmer wachsam bleiben, wenn Manager wachsam bleiben, dafür werden wir ja auch bezahlt und das ist unsere Aufgabe, können Chancen erkannt, Entwicklungen gestaltet und neue Geschäftsmodelle erfolgreich entwickelt werden. Wichtig ist allerdings hier bei uns in der BayWa, wir sind ein sehr konservatives, dividendenorientiertes Unternehmen, dass es ohne die Empathie der Mitarbeiter und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich nicht geht und dass die Mitarbeiter auch in der Entwicklung des Konzerns eingebunden sein müssen, das ist ja auch logisch und ohne Bodenhaftung geht es auch nicht. Und darum ist für uns auch Agrar so wahnsinnig wichtig, weil da stehen wir wirklich mit beiden Beinen und manchmal in Gummistiefeln auf dem Acker, sprich auf dem Boden. Ganz konkret fordert uns die Transformation der Geschäftsmodelle jetzt wirklich massiv im Bereich des Agrargeschäftes. So hat die BayWa 2020 das Agrargeschäft in Ostdeutschland komplett reorganisiert und restrukturiert. Die Strukturen anders zu gestalten und auszurichten war mehr als notwendig, weil die Erfassungsmengen der BayWa AG dort in den ostdeutschen Bundesländern in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken ist und sind. Die Mengen sind gesunken. Und ganz ehrlich gesagt, es waren nicht alle Standorte immer optimal ausgelastet. Also muss man ja, nachdem wir, und das ist auch typisch für unser Haus, kein Hire und Fire und radikal rein und so, das gibt es ja nicht. Wir beobachten, wir helfen, wir versuchen, die Menschen zu motivieren, zu unterstützen, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mit dem Kunden gemeinsam versuchen wir, Lösungen zu erarbeiten. Das haben wir jetzt über einige Jahre getan, Verluste eingefahren und ja, jetzt haben wir einige Maßnahmen durchgezogen, wie zum Beispiel der Übergang unseres Getreide- und Betriebsmittelgeschäftes in Ost- und Norddeutschland in die BayWa Agrar Handels GmbH. Das Ganze wurde zum 1. Januar 2021 umgesetzt, um die Effizienz unserer Handelsaktivitäten vor Ort zu erhöhen, unsere Vermarktungsposition in einem brutal, gnadenlos umkämpften Markt zu verbessern und unsere Positionierung insgesamt im deutschen Agrarhandel abzusichern. Durch den im April, meine Damen und Herren, genehmigten Ausbau des Ostseehafens Mukran verbessern wir für unsere Kunden und für die Partner der BayWa AG die Anbindung an den internationalen Handel mehr als deutlich. Und ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei Herrn Minister Pegel, dem Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern, zu bedanken und auch bei Frau Ministerpräsidentin Schwesig, die ja massiv geholfen haben und auch die Initiative vor allem, da können wir wenig machen, in Brüssel und auch in Berlin die Initiative ergriffen haben, um dafür zu sorgen, dass auch die entsprechenden Zuschüsse und Beihilfen und so weiter kommen, dass dieser öffentliche Hafen Mukran auch entsprechend ausgebaut wird. Wir werden dort Panamax-fähig sein, das heißt Schiffe bis zu 115.000, 120.000 Tonnen können beladen werden, parallel zwei. Das wird wichtig sein für unsere Ganzzugaktivitäten in Ostdeutschland und wenn sich die politische Situation irgendwann hoffentlich auch mal wieder normalisiert, die
Übernahme von Getreidevolumen aus Russland bzw. aus der Ukraine. Und wir nutzen Mukran, Firo auch, aber vor allem dann Mukran für Panamax-Schiffe, um unser internationales Geschäft nach vorne zu treiben. Ich denke vor allem an Nordafrika. Ich denke an viele europäische Häfen, die wir anfahren werden. Das Ganze wird einerseits von der BayWa AG, oder unserer Handelsgesellschaft, gemanagt, andererseits durch die Firma Cefetra in Rotterdam, wo unsere internationalen Handelsaktivitäten im Commodity-Bereich ja gebündelt sind. Und vielleicht gelingt es in den nächsten Jahren auch das Geschäft mit dem Iran. Das war sehr, sehr spannend, sehr interessant, sehr lukrativ für uns, ist vom ehemaligen amerikanischen Präsidenten ja gestoppt und kaputt gemacht worden. Vielleicht gelingt es auch wieder im Rahmen der politisch und legalen Möglichkeiten, dass wir dort richtig durchstarten. Meine Damen und Herren, im Übrigen beliefern wir Kuba, Saudi-Arabien und viele andere Länder natürlich auch. Ein weiteres Beispiel für die Veränderung ist zum Beispiel das unser Geschäftsfeld klassische Energie, oder wenn Sie den Bericht in Englisch lesen, Conventional Energy, also alles, was mit Heizöl, Tankstellen und Pellets und so weiter zu tun hat. Und hier, meine Damen und Herren, sind wir in diesen drei Segmenten oder Subsegmenten Diesel, Heizöl, Schmierstoffe unterwegs. Treibt der Bereich der Transformation natürlich des klassischen Energiegeschäftes ganz neue Blüten. Wir müssen uns wesentlich nachhaltiger ausrichten. Ich gehe auch davon aus, dass Heizölheizungen in der nächsten Legislaturperiode zumindest neue verboten werden dürften. Und deswegen ist mehr als nur Gehirnschmalz und Theorie erforderlich, um dieses Geschäft neu auszurichten. Und da möchte ich nochmal Matthias Taft und sein Team erwähnen, die schon begonnen haben, zum Beispiel durch Holzpellets als Distributor von Holzpellets Marktführer im Süddeutschland zu werden. Das war eine der Zielsetzungen, das haben wir geschafft. Vielen Dank dafür. Oder auch die Zuordnung dabei war Haustechnik zum Segment Energie. Können wir einen wesentlich höheren Wirkungsgrad auf den Märkten erzielen als bisher. Und auch der Einbau nachhaltiger Heizsysteme wie Pelletheizungen oder auch sogenannte Contracting-Lösungen unserer Energiedienstleistungs GmbH wird mithelfen, diese Transformation auch erfolgreich zu vollziehen und abzuschließen. Und mit dabei war Mobility Solutions GmbH, die wir seit geraumer Zeit haben, mit dem Schwerpunkt auf die Elektromobilität, wandelt sich jetzt dieser Energiesektor hin zu einem Lösungsanbieter, zu einem Solution Provider für die Dekarbonisierung von Mobilität und Wärme. Und das ist ja ein wichtiges Ziel der Klimapolitik, nicht nur von uns, sondern natürlich auch hier in ganz Europa und eigentlich in der ganzen Welt. Wobei, wenn man sich überlegt, dass Chinesen gerade um die 1000 Kohlekraftwerke online geschaltet haben, dann kann man schon sehr viele Fragezeichen auch haben. Im Bau, meine Damen und Herren, hat sich auch sehr viel geändert. Wir greifen Zukunftsthemen auf und vieles von dem haben wir in Anführungszeichen besetzt, wie zum Beispiel, dass wir das klassische Handelsgeschäft natürlich aufrechterhalten. Wir sind der Partner für die Handwerksbetriebe und für die Bauunternehmen, vor allem für die mittelständischen Bauunternehmen. Aber es geht natürlich auch hier um Lösungen für unsere Kunden. Also der ein oder andere mag jetzt hier am Schirm sitzen und sagen, ich bin ja auch ein Baukunde. Richtig. Und wir müssen darüber nachdenken mit Ihnen gemeinsam, wie sehen denn die Lösungen der Zukunft aus. Also auch hier Solution Provider, wie sich der gesamte Konzern mehr und mehr in ein Projekt- und Lösungsunternehmen hin entwickeln wird. Wir bieten jetzt zum Beispiel gesamte Lösungspakete an für die Beratung, für Produkte, für den Service im Bereich energetischer Sanierung. Das hat es früher in der Form nicht gegeben. Heute arbeiten alle Sektoren in der BayWa vernünftig zusammen. Oder wir haben sogenannte Omnichannel-Lösungen entwickelt, wie zum Beispiel das BayWa Baustoff-Online-Portal. Wir sind Marktführer in Deutschland. Hinzu kommen Konzepte für das Effizienzhaus plus Siedlungen, die Konzepte für gesundes Bauen und viele, viele andere Dinge. Das können wir jetzt hier im Einzelnen nicht aufzeigen, aber ich will Ihnen nur signalisieren, das Thema Nachhaltigkeit und alles, was damit zusammenhängt, ist für uns auch im Baubereich wahnsinnig wichtig, weil das wird ein Eckpfeiler der Klimapolitik in der Zukunft auch sein.
Wir haben aber auch ganz neue Wege gestartet in der BayWa im Baustoffsektor und uns an kleinen Start-up-Unternehmen beteiligt. Nicht jedes ist schon hochprofitabel. Ich sage immer, was uns fehlt, ist jetzt so ein Google oder sowas oder so ein Facebook, was richtig kracht im Gebälk, liebe Aktionärinnen und Aktionäre. Da würden wir über ganz andere Dividenden möglicherweise reden. Aber nein, wir denken an die Zukunft, an die Wettbewerbsfähigkeit. So haben wir uns zum Beispiel an einem Unternehmen beteiligt, das heißt BIM, BIM, Building Information Modeling, wo entsprechende komplette digitale Planungs- und Bauprozesslösungen angeboten werden. Oder Mr. und Mrs. Holmes, wird jetzt gerade eine Kapitalerhöhung durchgeführt. Oder die industrielle Vorfertigung mit einer Beteiligung an der Firma Tico, ein Rosenheimer Startup, das ebenfalls digital gestützte Badmodule in Holzbauweise herstellt, also auch sehr, sehr gesund. Ich muss immer hin und her hüpfen hier sozusagen, meine Damen, nur damit Sie das auch wissen, hier sind zwei Kameras von mir und immer wenn es rot ist, muss ich auf die andere springen. Das habe ich am Anfang meiner Rede offenbar nicht nur gut gemacht, die Kameraleute haben mich kritisch angeschaut. So, also ich passe jetzt immer auf, wo es rot ist und da bin ich, jetzt sind wir hier, gell? Okay, da ist rot. So. Und last but not least, meine Damen und Herren, ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler für die Zukunft des Bausektors ist unsere BayWa Bau Projekt GmbH. Denn wir wollen Innovationen im Baubereich mit Kooperationen mit Bauunternehmen gemeinsam regional realisieren. Und das natürlich gewinnbringend für unseren Konzern. Und ich gehe mal davon aus, dass wir in der Zukunft sehr, sehr schöne Profits einfahren werden im Projektgeschäft. Und im Jahr 2020 haben wir bereits die ersten Erfolge zu verzeichnen. Und unsere Zielsetzung ist es, dass wir rund 20 Millionen, und zwar nachhaltig, Jahr für Jahr in einigen Jahren, nicht von heute auf morgen natürlich, 20 Millionen Ergebnisbeitrag hier erwirtschaften können. Also an diesen vielen Beispielen, kleinen Beispielen, die ich eben genannt habe, wird, denke ich, klar ersichtlich, welchen Weg wir in den letzten 13 Jahren eingeschlagen haben und dass sich der BayWa-Konzern mehr und mehr und immer stärker von einem reinen Handelsunternehmen, Handelskonzern zu einem kundenorientierten Lösungsanbieter entwickeln. Vor allem die vielen jungen, neuen Manager, die wir haben und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Spezialisten und Projektleute, denken immer als erstes an den Kunden. Und ich finde, dass das vielleicht in der Vergangenheit nicht immer so sehr im Vordergrund stand. Jetzt ist es so, wenn wir Meetings haben, wenn wir diskutieren, vor allem wenn Markus Pöllinger die Sitzungen leitet, ist immer die erste Frage, wie geht es unseren Kunden? Geht es dem Kunden gut und kauft er bei uns ein und ist er mit uns zufrieden? Dann geht es uns natürlich auch sehr gut. Also Projektgeschäfte, Solution Provider, das sind die Themen der Zukunft und das Ganze wird nachhaltig von uns gestaltet und unsere strategischen Stoßrichtungen und Kernziele, wenn ich es jetzt nochmal zusammenfassen darf, und Sie sehen sie auch auf der Folie, sind natürlich operative Exzellenz, ist ja logisch. Internationales Wachstum in den Kontinenten, wo wir sind, werden wir weiter wachsen. Wir werden uns weiter diversifizieren, wo es nötig ist. Wir werden flexibel, innovativ und digital uns auf den Märkten positionieren. Die Automation, die Robotisierung, wenn ich an die Ernte in Neuseeland zum Beispiel denke, wird auch eine wichtige Rolle spielen. Was wird das Ergebnis sein? Ich meine, das sind ja alles nur Schlagworte. Jetzt, wenn Sie sagen, ja, Lutz, schön und gut, das sagen andere auch. Wo kommen wir denn raus? Durch unsere operative Exzellenz, meine Damen und Herren, wollen wir unser EBIT mittelfristig, kurzfristig geht es leider nicht, aber mittelfristig, Schritt für Schritt, auf 400 bis 450 Millionen Euro steigern die nächsten Jahre. Und da spielt natürlich Renewable Energy eine ganz wichtige Rolle. Die Budgets, die wir auch mit EIP vereinbart haben, werden uns hier massiv unterstützen und helfen. Aber nochmal zum Mitschreiben, für uns alle, für die Aktionäre, ich bin ja auch einer, der BayWa AG, meine Damen und Herren, ist das eine neue Zeitrechnung. Wir sprechen über ein anderes Profitniveau, als wir es über knapp 100 Jahre gewöhnt waren. Also, das heißt, dass der Ergebnisanteil künftig
größer 70% aus unseren multinationalen Geschäftstätigkeiten kommen wird. Über die letzten Jahre ist es ja schon angestiegen, dann mal wieder zurückgegangen, dann wieder angestiegen. Aber so ist die Situation. Und letztendlich steht die Innovation und die Digitalisierung für unsere Zielsetzung. Und wir werden auch mehr als 50%, steht auch auf dem Chart, ich kann es zwar nicht lesen, aber ich gehe davon aus, dass da drauf steht, jedenfalls gestern stand es drauf, mehr als 50% unseres Ergebnisses werden wir dann aus Renewable, aus Green, wie auch immer nachhaltigen, sage ich mal, Geschäftsmodellen erwirtschaften. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir das schaffen werden, so wie wir alle anderen Ziele in den letzten 13 Jahren auch abgearbeitet, erledigt haben und unsere Versprechen erfüllt haben. Meine Damen und Herren, da lege ich immer großen Wert darauf. Ein Commitment muss eingehalten werden. Also, wir sehen und wir verstehen in der BayWa, dass Veränderungen erforderlich sind, aber Veränderungen sind nicht nur Herausforderungen, sondern sie sind eine große Chance. Und ich möchte Ihnen jetzt im Folgenden einen Einblick geben, wie sich die Segmente 2020 konkret in Zahlen entwickelt haben. So, und da schauen wir, dass wir das ein bisschen sozusagen schneller abarbeiten. Die Zahlen dürfen Sie erkennen. Also, ich... Es wird sehr formal natürlich auch, juristisch, Notar schaut schon kritisch und das werden wir jetzt gemeinsam abarbeiten. Wenn Sie einen Geschäftsbericht vorliegen haben, können Sie ja mitblättern. Vielleicht finden Sie die Zahlen auch sofort. Dann haben Sie allerdings sehr gut studiert. Gratuliere. Also zu den bereits erwähnten deutlichen Ergebnissteigerungen des Konzerns haben alle drei, und das ist wichtig, operativen Segmente beigetragen. An dieser positiven Entwicklung sollen natürlich auch Sie teilhaben. Deswegen schlagen wir, der Vorstand, der Aufsichtsrat der Hauptversammlung vor, eine Erhöhung der Dividende um 5 Euro auf jede Aktie. Also auf 1 Euro soll die Erhöhung vollzogen werden. Das haben wir auch unserem Aufsichtsratsvorsitzenden, der auf dieser Seite von mir sitzt, schon vor Jahren versprochen, dass wir das hinkriegen. Wir sind allerdings ein Jahr später dran, lieber Manfred Nüssel. Also 1 Euro ist der Vorschlag und ich gehe davon aus, dass das natürlich auch realisiert wird. Die für das Geschäftsjahr 2020 gesetzten Konzernziele würden in einigen Bereichen wirklich deutlich übertroffen. Und lassen Sie mich jetzt ganz kurz die einzelnen Geschäftssegmente zusammenfassen. Wo stehen wir da von den Zahlen? Also fangen wir an mit Energie. Der Umsatz lag 2020 aufgrund des niedrigen Ölpreises insgesamt bei 4,2 für 5,8 Milliarden Euro und damit um 228 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert. Dagegen erhöhte sich das operative Ergebnis, also EBIT vor Zinsen und Steuern, um 12% auf 142,7 Millionen Euro. Und wieder ein Höchstwert. Energie hat wieder ein Rekordergebnis, natürlich. Zunächst getragen von Renewable Energy, aber auch die klassische Energie hat ein fantastisches Ergebnis abgeliefert und das, obwohl wir Tesolia nicht mehr im Portfolio haben. Die BayWa RE verkaufte im 2020 Wind- und Solarkraftwerke mit einer Leistung von 667 Megawatt. Das ist ein bisschen weniger gewesen als das, was wir wollten, aber das Ergebnis stimmt, also alles gut. Und der Wert, wie gesagt, ist unter Vorjahr, aber unterm Strich waren die Margen gut und vor allem auch der Servicebereich hat sich fantastisch entwickelt und unser Handelssektor auch. Im Servicebereich haben wir mittlerweile die Betriebsführung, meine Damen und Herren, für 9 Gigawatt übernommen. Das ist das, was ich vor vielen Jahren schon mal gesagt habe. Haben viele gesagt, ja, der mit seiner ewigen Parallele da zur Computerindustrie. Wir haben 9 Gigawatt unter Management, under Management und sind dort als Betriebsbetreiber, als Service-Dienstleister, als Maintenance, also als Wartungsunternehmen für unsere Kunden tätig. Der Umsatz bei RE wurde um 26,6% auf 2,5 Milliarden Euro und das operative EBIT, naja, nicht das operative, das echte Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also EBIT, auf 110,9 Millionen Euro erhöht. Eine Verbesserung zum letzten Jahr, wo wir 101 Millionen Euro hatten. Und letztlich, die zwei Ursachen habe ich schon gesagt, Projektverkäufe und unser Solarhandel, der Gott sei Dank wieder
sehr, sehr profitabel ist, ein Pfeiler der RE-Politik und der Geschäftserfolge, nachdem wir über etliche Jahre Verluste gemanagt haben. Heute sind wir die Nummer 1 in Europa. Die BayWa war geduldig. Wir haben nachhaltig gewirtschaftet. Wir haben uns nachhaltig in diesem Geschäftssegment positioniert und der Erfolg gibt uns recht. Die klassische Energie, meine Damen und Herren, profitierte im letzten Jahr von einer natürlich starken Nachfrage von Wärmeenergieträgern. Ja, Wärmeenergie, also Heizöl. Ja. Der Umsatz des Geschäftsfelds ging im Berichtsjahr aufgrund des niedrigen Ölpreises um 30% auf 1,75 Milliarden Euro zurück. Demgegenüber verbesserte sich das operative Ergebnis, also wieder EBIT in 2020 aufgrund der guten Margen, um 20,5% auf 31,8 Millionen Euro. Leider nicht Milliarden, aber Millionen. Aber so eine Zahl haben Sie auch noch nie gehört von uns. 31,8 Millionen Euro, meine Damen und Herren. Wenn es nicht so früh wäre, würde ich sagen, jetzt holen Sie endlich ein Glasl Sekt, lassen Sie den Korken knallen. Denn dieser Ergebnisbeitrag kommt ohne Tessol zustande. Tessol haben wir in 2019 verkauft, wie Sie wissen, unsere große Tankstellenfirma. Und es ist besser geworden. Ja, man könnte die Frage stellen, müssen wir noch mehr verkaufen, damit wir noch bessere Ergebnisse haben. Nein, es war nur ein Witz für die, die jetzt besonders kritisch zuschauen. Wir kommen zum Segment Agrar. Meine Damen und Herren, der Umsatz erhöhte sich um 1,2% auf 11 Milliarden Euro. Sie sehen das hier auf dem Chart. Das operative Ergebnis stieg um 10,5 Millionen Euro auf 107 Millionen. Und zu dieser Ergebnisverbesserung trug das Geschäftsfeld BAST, das jetzt seit 1. Januar 2021 wieder Cefetra heißt, mit einem 6,1 Millionen Euro auf 25,2 Millionen gesteigerten operativen Ergebnis von 19 auf 20 bei EBIT. Ich spreche immer von EBIT. Die Ergebnisverbesserung ist neben dem Preisauftrieb in den Agrarrohstoffen im zweiten Halbjahr auch auf Maßnahmen zur Standortoptimierung zurückzuführen. Und also unterm Strich eine sehr gute Entwicklung. Was hier auch wirklich hervorragend läuft, ist die sehr gute Entwicklung in unserem Spezialitätengeschäft. Ich habe in der letzten Hauptversammlung erklärt, dass wir mehr und mehr Spezialitäten in den Vordergrund stellen, um von dieser Volatilität der Commodities wegzukommen. Das haben wir mit großem Erfolg getan. Dan Frien, sein Team, der CEO, der für Cefetra zuständig ist, macht mit seiner Mannschaft in Rotterdam und international einen sehr, sehr guten Job. Auch hier vielen Dank dafür. Global Produce, einer der ganz wichtigen, auch investiven Geschäftsfelder, meine Damen und Herren, hat sich das Vermarktungsvolumen von im Wesentlichen Äpfel auf 500.000 Tonnen erhöht. Ich kann mich erinnern, vor 13 Jahren haben wir hier, ich glaube, 30.000, 40.000 Tonnen Äpfel in Deutschland gehandelt. Jetzt sind wir bei 500.000. Und es sind nicht nur die Äpfel, sondern vor allem vitaminreiche Südfrüchte, die sehr gefragt waren. Wir haben massive Zuwachsraten, hängt natürlich auch mit der Pandemie zusammen. Die Menschen sind zu Hause, wollen sich gesund ernähren. Also was gibt es Besseres als die von der BayWa, also TFC, Tropical Food Company in Holland, eingeführten Früchte zu essen, um gesund sich zu ernähren, gesund zu leben, Cholesterin zu senken, Zucker abzubauen und so weiter und so fort und die Pandemie zu bekämpfen. Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also EBIT in 2020, hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp 5 Millionen Euro auf 41,8 Millionen Euro verbessert. Das ist echtes Ergebnis. Das ist harte Währung sozusagen. Nicht sehr viel One-Timer, nicht sehr viel Einmaleffekte sind hier mit inkludiert. Die Technik auch sensationell, wirklich fantastisch. Wer hätte das gedacht, dass wir eine Ergebnissteigerung um 21,6 Millionen Euro auf 54,4 Millionen Euro zu verzeichnen haben. Meine Damen und Herren, hier gilt der alte Simmelsatz, totgesagte leben länger. Wenn ich sehe, was wir in den letzten Jahren an Ergebnissen hier eingefahren haben, ist das wirklich erstaunlich. Nicht nur Glück, und nicht nur Markt, sondern hat auch was mit der strategischen Ausrichtung zu tun und dem großen Bereich des Service, der Dienstleistung gegenüber vor allem unseren Landwirten und den sonstigen Kunden. Nichtsdestotrotz war das Neumaschinengeschäft mit Traktoren, also im Wesentlichen alles, was von Eco kommt, also Fenn, MF und so weiter, aber auch Klaas, ganz hervorragend und ein Ergebnisbringer.
Allerdings, es gibt im Leben ja nicht nur Sonne, sondern auch Schatten. Unser Geschäftsfeld Agrar, also alles, was nicht Cefetra passt, Technik, Global Produces, weist ein negatives EBIT von minus 14,3 Millionen Euro aus, nach einem positiven Wert von 7,8. Und trotz der Kosten für die Corona-Krise, trotz der Einmaleffekte, die wir negativ haben, und hier auch noch die Schwierigkeiten, die mit der Restrukturierung, insbesondere der Aktivitäten in Deutschland natürlich zu tun haben, ist es uns gelungen, ein Rekordergebnis für die BayWa zu managen. Und ich hätte beinahe gesagt, durch viel Fleiß und Leistung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter herzuzaubern, haben wir hier leider ein Thema, das weiter bearbeitet wird. Ich habe Ihnen berichtet, in Ostdeutschland sind wir sehr erfolgreich mittlerweile wieder zurück, sozusagen auf Spur, in der Spur. Mit Mukran wird das Ganze noch einen ganz anderen Hub bekommen in der Zukunft. Dazu brauchen wir Geduld. Ich sage auch immer dem Kapitalmarkt, die Restrukturierungsaufwendungen, gut, das sind Einmaleffekte. Ostdeutschland ist reorganisiert, jetzt ist der Westen dran und dann werden wir wieder schwarze Zahlen schreiben. Ob allerdings auf dem Niveau wie früher, das wage ich zu bezweifeln. Das hängt sehr stark an der Veränderung, der Konsolidierung, der Restrukturierung, der Reorganisation, des Image, der gemeinsamen Agrarpolitik in Brüssel und so weiter und so fort. Also an vielen, vielen Parametern. Dennoch bin ich fest überzeugt, dass wir in die schwarzen Zahlen zurückkommen werden. Bau, Segment Bau, ein starkes Jahr 2020. Vor allem die Frühjahrsmonate, Frühlingsmonate waren trocken, sie waren mild, der Baubedarf war hoch. Es ist auch sehr viel in Homing, wie man das so schön sagt, investiert worden. Auch unser E-Business-Geschäft hat während der Lockdown-Phase doch erhebliche Zuwächse bekommen und die Lieferfähigkeit dabei war. Das heißt, unsere Logistik-Systematik, das ist ja wichtig für Sie als Kunden, hat durchgängig funktioniert. Es gab keinen Bruch der Lieferkette, wie das immer so schön nachgefragt wurde, zum Beispiel von Analysten oder so, habt ihr einen Bruch in der Lieferkette? Also erstens in der Lieferkette, das ist eh schwierig, weil wir viele Lieferketten haben und als Portfolio-Company sehr, sehr komplex aufgestellt sind. Wir hatten aber nirgendwo einen massiven Einbruch, auch nicht mit den Containern oder so, weil wir Vorsorge nachhaltig betrieben haben, dass wir entsprechende Verträge natürlich haben, um unsere Logistik auch abzusichern. Der Bau, die Bauprojektgesellschaft, ich habe vorhin schon erwähnt, einer der wichtigsten neuen Säulen, hat sich auch hier bereits mit einem netten Ergebnisbeitrag beteiligt. Insgesamt sind wir bei 1,9 Milliarden Euro und das operative Ergebnis liegt bei 46,9 Millionen Euro. Wer hätte das gedacht? Und hier sind noch einige negative Einmaleffekte mitverarbeitet. Also rein operativ sind wir weit über die 50 Millionen Euro gekommen. Das war die Zielsetzung, die wir dem Kapitalmarkt über Jahre versprochen haben. Jetzt konnten wir Gott sei Dank dieses Versprechen einlösen. Das Segment Innovation und Digitalisierung, mir gefällt diese Bezeichnung nicht so sehr. Da diskutieren wir auch immer, aber egal, so ist nun mal die Reporting-Struktur. Da haben wir gegenüber dem Vorjahr unseren Umsatz um 3,7 Millionen Euro auf 10,9 Millionen Euro verbessert. Also in diesem Segment werden strategische Themen gemanagt und abgearbeitet. Sie wissen, die Investitionen in die Software, in FarmFacts, in die Digitalisierung, in E-Procurement und so weiter und so fort. Was halt wichtig ist, dass wir technisch in der Lage sind, auch in der Zukunft erfolgreich zu sein. Also insofern ist es halt so. Ja, das operative Ergebnis, also wieder EBIT, der sonstigen Aktivitäten belief sich in 2020 bei minus 70,6 Millionen Euro nach 53,1 im Jahr zuvor. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Corona-bedingte, nicht ausgeschüttete Bankdividenden, unsere Bankbeteiligungen zurückzuführen und auch Beteiligungserträge sowie Absicherungsgeschäfte für Währungsrisiken. Und darüber hinaus haben wir natürlich durch die Pandemie, ich habe ja in verschiedenen Konferenzen es immer wieder erwähnt, erhebliche Kosten, gut 20 Millionen Euro für Hygiene, Schutzmaßnahmen, Tests und ich weiß der Kugel, was man halt heute als Unternehmen benötigt, um in der Corona-Pandemie-Zeit dennoch gut und erfolgreich arbeiten zu können. Und die Ergebnisse zeigen es ja wirklich. Also,
Das EBIT des BayWa-Konzerns erhöhte sich durch die deutlichen Ergebnisverbesserungen in allen operativen Segmenten im Vorjahr um 32 Millionen Euro auf 111,2 Mio. Euro. Das entspricht einem Anstieg von 40,4%. Für das Geschäftsjahr 2020 ergab sich für den BayWa-Konzern ein Ertragssteueraufwand von 49,9 Millionen Euro. Das entspricht einer Steuerquote von 44,9%. Die planerische Konzernsteuerquote liegt demgegenüber bei 29,1%. Die wesentlichen Gründe für den Anstieg des Ertragssteueraufwands sind insbesondere Wertberichtigungen auf latente Steuern in Höhe von 17 Millionen Euro, die auf Basis von adjustierten Einschätzungen hinsichtlich der Nutzbarkeit von Verlustverträgen bei Tochtergesellschaften vorgenommen wurden. Ich schaue zum Finanzchef, er nickt. Sehr gut. Dieser Aufwand ist allerdings nicht zahlungswirksam, also keine Liquiditätsauswirkung. Darüber hinaus wirkte die Nichtabzugsfähigkeit von Aufwendungen aus Währungskursdifferenzen bei bestehenden konzerninternen Darlehen, bei gleichzeitiger Steuerpflicht der entsprechenden Erträge aus gegenläufigen Sicherungsgeschäften steuererhöhend auf Ebene der Muttergesellschaft. Der hieraus resultierende Steueraufwand ist in Höhe von 12,4 Millionen Euro ebenfalls nicht zahlungswirksam. Das ist wichtig. Für den Konzernjahresüberschuss ergibt sich daraus ein Wert von 61,3 Millionen Euro. Der auf die Gesellschafter des Mutterunternehmens entfallende Gewinnanteil beläuft sich so also auf 36,6 Millionen Euro. Damit hat der BayWa-Konzern im Jahr 2020 in einem wirklich schwierigen Umfeld einmal mehr von der diversifizierten, breit aufgestellten Geschäftsstrategie, unserem Geschäftsportfolio, international und national und lokal und in den zukunftsorientierten Geschäftsfeldern und Geschäftsmodellen profitiert. Nicht zuletzt dadurch hielten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den BayWa-Konzern in engen Grenzen. Aha, so, naja, gut, vielleicht lag es aber auch an der sonstigen Politik intern, wie wir damit umgegangen sind. Lieben Aktionärinnen, liebe Aktionäre, zum Stichtag 31. Dezember 2020 hat sich die Bilanzsumme der BayWa, des BayWa-Konzerns gegenüber dem Vorjahresultimum um 2,2% auf etwas über 9 Milliarden Euro erhöht. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Marktbewertung von Sicherungsinstrumenten. Zum Bilanzstichtag ergibt sich daraus eine Eigenkapitalquote des Konzerns von 13,9%. Nicht nervös werden, immer noch. Gut, 13,9%. Bereinigt um die gebildeten Rücklagen für versicherungsmathematischen Gewinne und Verluste aus Pensions- und Abfertigungsverpflichtungen beträgt die Eigenkapitalquote 17,5%. Für dieses Adjustment der Verzinsung der Pensionsansprüche kann keiner was. Es wird zwar immer wieder kritisiert, ich weiß nur nicht, was wir tun sollen. Wenn jemand von Ihnen eine Idee hat, schreibt mir bitte eine E-Mail und schon wird es gelöst. Ich fürchte nur, da kommt keine E-Mail. Ja, weil es keine Lösung gibt. So einfach ist das. Und Sie können die paar hundert Millionen, die wir hier versicherungsmathematisch aufgrund der Zinsanpassungen verloren haben, die können wir einfach nicht so ohne weiteres wieder nach Hause einfahren. Also 17,5% adjusted. Es ist fair, wenn wir das tun, auch völlig okay. Es machen andere Unternehmen mindestens genauso. Aber die gute Nachricht ist, dass durch die vorgenommene Kapitalerhöhung bei der RE und dem positiven Periodenüberschuss des ersten Quartals 21 unser Eigenkapital jetzt zum Stichtag 31. Dezember 2020 um 567 Millionen Euro angestiegen ist. Damit bewegt sich die Eigenkapitalquote in Richtung 20%. Ja. Und das ist im aktuellen Umfeld, denke ich, für ein Handelsdienstleistungsprojekt, Solution Provider Unternehmen nicht nur ein solider, es ist ein guter Wert. Meine Damen und Herren, der deutsche Aktienmarkt hat sich in 2020 unter dem Eindruck der Pandemie volatil gezeigt. Im Vergleich zum Vorjahresultimo erreicht der DAX 2020 immerhin noch eine positive Performance von 3,5%. Die vinkulierten BayWa-Namensaktien verzeichneten mit dem Kurs von 33,05 zum Jahresultimo gegenüber dem Schlusskurs 2019 von 28,25 ein Plus von 17%. Also waren wir besser als der Markt, habe ich das richtig verstanden? Ja, genau, wir waren besser als der Markt. Wen überrascht's?
muss irgendwie am Unternehmen und an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern liegen, wahrscheinlich nicht am Vorstand. Einschließlich für die 2019 im Sommer 2020 gezahlte Dividende von 95 Euro Cent, entsprechend einer Dividendenrendite von knapp 3,4% bezogen auf den Jahresschlusskurs 2019, ergibt sich für die BayWa-Aktionär in 2020 eine Gesamtrendite von rund 20,4%. Meine Damen und Herren, wo kriegen Sie 20,4% als Gesamtrendite? Und angesichts negativer Zinsen, die mehr und mehr Banken ihren Kunden auch Einlagen in Rechnung stellen, sozusagen Verwahrungsgeld für Geld, es lohnt sich wirklich, BayWa-Aktionär zu sein. Und wenn Sie jetzt zusehen und sind noch nicht BayWa-Aktionär, dann hoffe ich, dass wir Ihr Vertrauen uns heute verdienen und Sie dann bei uns auch investieren. Sie werden es nicht bereuen. Also wirklich, BayWa-Aktionär zu sein, ist mit einer der schönsten Positionen, die man in einem Leben hier sozusagen auf Erden überhaupt haben kann. Wie dieser Job auch mit der schönsten, was es gibt. Schöner wie Papst, nebenbei bemerkt. So, wie in den Vorjahren, man muss das ja irgendwie unterhalten, ich kann das ja nicht, ist ja wurscht. Wie in den Vorjahren hat die BayWa AG auch in 2020 ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den Beschäftigten aller Konzerngesellschaften angeboten, sich über Belegschaftsaktien zu Sonderkonditionen am Unternehmen zu beteiligen. Ich kann Sie nur aufrufen, das auch im nächsten Jahr zu tun. Das ist wirklich eine super Geschichte. Und auf diese Weise wollen wir natürlich was erreichen? Die Identifikation, die eh sehr, sehr hoch ist in unserem Unternehmen, zu erhöhen. Also man nennt es ja heute Employer Branding, Part of Employer Branding für die internationale Community, wenn sie zusieht. Und wir wollen natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, sich neben ihren variablen Gehaltsbestandteilen, das, was halt so üblicherweise bezahlt wird, am Unternehmenserfolg zu partizipieren. Und das Interesse für die Entwicklung der BayWa-Aktie soll dadurch natürlich auch gestärkt werden. Wir sind ja ein börsennotiertes Unternehmen, wir sind für Sie da. Und deswegen muss der Aktienkurs neben der Dividende natürlich stimmen. Im Jahr 2020 wurden insgesamt 139.647 vinkulierte Namensaktien gezeichnet. Die Ausgabe der neuen Aktien erfolgt unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre aus dem genehmigten Kapital gemäß § 5 Absatz 2 der Satzung. Das Grundkapital erhöhte sich um 357.496,32 Euro. Weitere Informationen hierzu haben Ihnen im ausführlichen Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des genehmigten Kapitals 2020 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre im Oktober 2020 zur Verfügung gestellt, der während dieser Hauptversammlung auf der Internetseite der BayWa AG zugänglich ist und den Sie auf den Seiten 28 bis 30 der Einladung zur Hauptversammlung finden. Einfach finden. Lesen Sie das durch, dann wissen Sie, worüber ich hier rede. Ja, das waren meine Ausführungen zu 2020 und jetzt noch ein kurzer Blick auf das aktuelle Geschehen. Wir haben ja die Zahlen letzte Woche veröffentlicht. Erstes Quartal 2021 und was haben wir für Erwartungen für dieses Geschäftsjahr? Diejenigen, die uns lange kennen, beteiligt sind, wissen, das erste Quartal, da kümmere ich mich normalerweise überhaupt nicht um die Zahlen. Sie sind so gut, wie sie schlecht sind oder so schlecht, wie sie gut sind, normalerweise. Aber in diesem Jahr ist die Situation wirklich anders. Das hat zum Teil mit der Pandemie zu tun, zum Teil mit einigen strategischen Bewegungen nach vorne. Und in diesem Jahr war wirklich alles anders. Die BayWa konnte einen super starken Jahresauftakt verzeichnen. Und wir weisen für die ersten drei Monate des laufenden Geschäftsjahres gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Umsatzanstieg von 10,4% aus auf 4,3 Milliarden Euro. Und das Ergebnis, und sowas habe ich in den 13 Jahren, und das ist meine 14. HV, wie ich vorhin gesagt habe, überhaupt noch nicht erlebt, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern erreichte, bitte positive, plus, also nicht so, sondern so und so, zwei Striche, positive 45,1 Millionen Euro, das erste Mal in der Geschichte des Unternehmens. Und das Gute ist, alle drei Kernsegmente haben daran einen Anteil. Jeder hat was dazu beigetragen. Und das ist schon außergewöhnlich. Im Übrigen, selbst wenn man RE, die zwei Anlagen, ich komme gleich dazu, wenn man das abzieht, diesen Ergebnisbeitrag, dann sind wir immer noch über der Nulllinie. Andreas, richtig? Genau.
Finanzchef nickt, also stimmt's. So, RE hat aber trotzdem einen wesentlichen Anteil jetzt an dieser Ergebnisentwicklung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir hatten einige Projekte gegen Jahresende Corona-bedingt nicht realisieren können. Es waren Verzögerungen. Das ist nun mal so im Projektgeschäft. Man kann nie auf Ultimo irgendwas managen. Das ist ja Unsinn, auch nicht im Interesse des Aktionärs, der Aktionärin. Dadurch ist es zu einer Verschiebung gekommen und wir konnten zwei Großprojekte in 2020 nicht mehr verkaufen. Dies ist nun im ersten Quartal erfolgt mit dem Verkauf des 35 Megawatt großen Solarparks Isohara in Japan. Knüpft die RE an die erfolgreiche Veräußerung des Solarparks Hanawa mit 14 Megawatt im Januar und von Izumi mit 12 Megawatt im Dezember 2020 an Japan, hat sich zu einem Kernmarkt, einem wichtigen Markt für die BayWa RE entwickelt. Der 60 Hektar große Solarpark, der im Januar 2021 vollständig in Betrieb genommen wurde, kann den durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund 15.000 Haushalten in Japan abdecken. Die zweite im ersten Quartal 2021 verkaufte Großanlage war der Windpark Plaisidy in Frankreich mit einer Gesamtleistung von 11 Megawatt und darüber hinaus verzeichnete wieder, wie im letzten Jahr, jetzt im ersten Quartal, der Handel mit Solarmodulen eine rege Nachfrage, ein super Ergebnis, der Absatz ist gestiegen gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Wie in den Vorjahren wird die Anzahl der Verkäufe von erneuerbaren Energiekraftwerken im zweiten Halbjahr 2021 planmäßig ansteigen, sodass wir zuversichtlich sind, dass auch in 2021 eine gute Ergebnissteigerung bei RE möglich sein wird. Dazu trägt auch bei, dass wir die Kapitalerhöhung, die wir jetzt im März abgeschlossen haben mit unserem Partner EEP in Zürich, dass wir dieses Geld auch gemeinsam nutzen werden, um noch schneller zu wachsen. So, das andere Energiegeschäftsfeld, das klassische, entwickelte sich auch besser als erwartet. Unser Geschäft mit nachhaltigen, umweltfreundlichen Holzpellets profitierte von der Kapazitätsausweitung, die wir vorgenommen haben im Vorjahr, übertraf alle Erwartungen. Dazu hat auch beigetragen, dass die Holzpellets nicht unter die zu Jahresbeginn eingeführte CO2-Bepreisung fallen, Anführungszeichen leiden. Und wir gehen davon aus, dass dieser Trend nachhaltig ist. Daneben konnte auch der Handel mit Schmierstoffen gegenüber dem Vorjahr zulegen. Demgegenüber war die Nachfrage nach Heizöl erwartungsgemäß, überhaupt keine Überraschung, natürlich schwächer, da die günstigen Rohölpreise vom Vorjahr von vielen Kunden auch zur Bevorratung genutzt wurden. Das heißt, die Tanks sind voll. Und im Kraftstoffbereich waren unsere Absatzmengen natürlich auch rückläufig. Der Lockdown, da konntest du ja nicht so spazieren fahren wie sonst. In Summe erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Segment Energie um rund 41 Millionen Euro auf 37,0 Mio. Und im Agrarbereich erzielten wir in den ersten drei Monaten gegenüber der Vorjahresperiode eine Steigerung des operativen Ergebnisses um 21,3 Millionen Euro auf 31,2 Millionen Euro. Hier hatten wir, und ich glaube, das können wir auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sagen, Gott sei Dank, erstmals seit Jahren, das hat ja auch was mit der internen Motivation unserer Kollegen zu tun, hatten wir auch ein bisschen einen Rückenwind seitens der Märkte, der internationalen Märkte. Wir profitierten, so profitierten der internationale und der nationale Handel mit Erzeugnissen, also Commodity, Getreide und so weiter, von einem starken Anstieg der Getreidepreise. Davon profitieren wir natürlich. Wir hatten aber auch ein ganz gutes Open Book hier in der BayWa AG zum Ultimo in 21 rübergenommen und das werden wir auch in den nächsten Monaten immer wieder sehen, dass das eine sehr gute Entwicklung ist. Die Witterungsbedingungen waren ungünstig und in einigen wichtigen Anbauregionen war die Befürchtung, zum Beispiel in Nordamerika, dass die Ernten kleiner ausfallen werden als geplant und das hat zu dieser Rallye natürlich auch einen Beitrag geleistet. Die Preise wurden aber auch durch die extrem hohe Nachfrage aus China beeinflusst, gestützt, nach oben getrieben. Die Chinesen, sage ich immer so salopp, kaufen alles zusammen, was Getreide ist, im Hinblick auf die Nahrungsmittelsicherheit und Nahrungsversorgung und Sicherheit für die Nahrungsversorgung der Bevölkerung. Und diese
gewisser Weise Unsicherheiten, Unklarheiten. Es ist ja auch sehr viel Gossip, Talk, also Gerüchte, führten dazu, dass vor allem unsere Cefetra Group die Handelsopportunitäten sehr intelligent genutzt hat. Dan Friens und seine Mannschaft wirklich hervorragend. Aber auch hier bei uns zu Hause war der Getreidehandel, der Erzeugnishandel besser als im Vorjahr. Erfreulich, meine Damen und Herren, Gott sei Dank verlief auch der Start für unsere Kollegen im Betriebsmittelgeschäft. Nach den schwierigen Rahmenbedingungen im Vorjahr hat sich die Nachfrage für Saatgut gesteigert und die Anbauflächen, die für uns relevant sind, haben sich auch Gott sei Dank wieder ausgeweitet. Das heißt, der Landwirt pflanzt mehr an, das ist für uns gut. Aber was jetzt in den ersten 3 Monaten besonders gut und wichtig war, die Düngermittelpreise sind gestiegen und wir haben gut eingekauft, gut eingelagert, können den Landwirt mit guten Konditionen einerseits versorgen, auf der anderen Seite ist es für uns auch profitabel. Wir haben also eine gute Geschäftsentwicklung im Agrarbereich insgesamt, Gott sei Dank. Ob das die nachhaltige Trendwende hier bei uns zu Hause ist, das möchte ich heute hier noch nicht verkünden, aber zumindest ist es ein Lichtblick. Und wir haben ja etliche Maßnahmen eingeleitet zur Standortoptimierung und werden in der Zukunft dann durch diese Restrukturierungen auch auf ein besseres Ergebnis für Agrardeutschland sorgen. Technik, immer noch hohe Investitionsbereitschaft, meine Damen und Herren, der Landwirte. Viele Landwirte schauen uns zu. Ich weiß aus Dietrams Zell, ja, Paul und Co. weiter so, immer schön investieren. Die Bayer ist genau der richtige Investitionspartner für euch. Und wir haben unser EBIT, also den Profit vor Zinsen und Steuern, mehr als verdoppelt jetzt im ersten Quartal. Und auch der Absatz, das ist ja immer das Kritische, was machen wir mit den Gebrauchtmaschinen? Auch hier ist der Absatz nach oben gegangen. Wir haben alles schön abarbeiten können, Neumaschinen, auch bei den Glasgesellschaften. Und selbst in Österreich wurden mehr Wartungsarbeiten und Serviceleistungen in den Werkstätten nachgefragt, damit verkauft. Und somit sind wir auch hier auf einem sehr guten Weg. Es dürfte uns natürlich auch die sogenannte Bauernmilliarde geholfen haben. Die Kaufimpulse setzen sich ja vom Landwirt fort in der gesamten Wertschöpfungskette. Also davon profitieren wir natürlich auch. Und dieses größte Modernisierungsprogramm für die Landwirtschaft in der Geschichte der Bundesrepublik wird uns auch gemeinsam helfen. Wir werden gezielt landwirtschaftliche Betriebe mit Hochtechnologie ausstatten, um mehr Klima, Natur und auch Umweltschutz dann konkret umzusetzen. Und dafür gibt es eigentlich bloß die BayWa. Und das ist auch gut so. Unser Geschäftsfeld Global Produce, meine Damen und Herren, ist auf Vorjahresniveau. Im inländischen Geschäft führte die unterdurchschnittliche Vermarktungsmenge in der laufenden Saison dazu, dass die Preise für Äpfel erwartungsgemäß durchgehend über dem Durchschnittspreis des Vorjahres liegen. Sogar der letzten 5 Jahre, wenn Sie den Schnitt bilden, sind wir besser, gemeinsam auch mit den Landwirten besser unterwegs. Und für den weiteren Jahresverlauf wird insbesondere die Erntemenge aus den neuseeländischen Anbauregionen von Bedeutung sein. Da haben wir zwar einen Hagelschaden gehabt, ja, die Erntemengen waren rückläufig aufgrund der Hagelsituation. Allerdings dürfte die Angebotsverknappung zu höheren Preisen führen und der Handel mit exotischen Früchten, also TFC, da haben wir die neu installierte Soft Ripe Chambers, also das sind reife Verfahren, die sehr schonend sind, damit die Vitamine, Mineralstoffe im Körper des Kunden dann auch ankommen. In unserem Standort in Masdijk wird diese neue Technologie punktgenau zur Reifung von Avocados und Mangos genutzt und es dürfte TFC einen weiteren Wettbewerbsvorteil im Retail verschaffen. Und schließlich haben wir im ersten Quartal, meine Damen und Herren, man möchte es nicht glauben, unser Gewächshaus in Allein bereits wieder online. Das heißt, in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben wir den katastrophalen Flutschaden bewältigt. Das Team vor Ort unter der Führung von Georg Czerny, gratuliere, ganz toll gemacht, fantastisch. Wir arbeiten mit unserem Partner Al Dahra in Abu Dhabi und Allein eng zusammen und das deutsche Team, die Holländer, die Briten, die Schotten, vor allem die uns hier unterstützen, sind wirklich sehr, sehr erfolgreich und die Maschine in Anführungszeichen funktioniert Gott sei Dank wieder.
Die ersten Lieferungen sind an die Handelsketten ausgeliefert und die Tomatensorten, die wir dort produzieren, schmecken sowas von köstlich. Ich kann nur jedem raten, fahren Sie hin, kaufen Sie sich wenigstens eine Tomate. So, der Baubereich hat auch einen rasanten Start in 2021. Und zwar konnte das saisontypisch sehr negative Ergebnisse, ich habe ja schon Jahre erlebt, da standen minus 27 Millionen oder fast 30 Millionen in den ersten drei Monate, konnte sensationell verbessert werden. So wie im Vorjahr hatten wir einen milden Winter, einen guten Start. Die Baustellen konnten frühzeitig nach dem Jahreswechsel wieder durchstarten und unsere Produktpalette, auch die Eigenmarken, die wir haben, sind sehr hilfreich natürlich. Wir haben allerdings auch einen starken Preisanstieg zu verzeichnen. Können Sie auch im Fernsehen und überall nachvollziehen, dass vor allem Holz und Stahl eine sehr, sehr starke Nachfrage aus China und Nordamerika haben. Chinesen und Amerikaner kaufen praktisch alles an Holz zusammen, was baufähig ist. Nichtsdestotrotz sind wir lieferfähig aufgrund einer sehr intelligenten Liefer- und Produktbevorratung. Und letztendlich haben wir auch ein über viele, viele Jahre gewachsenes, auf Vertrauen basiertes Lieferantennetzwerk, das uns hilft. Verbundenheit schafft einerseits Erfolg, aber Verbundenheit zeigt sich dann in der Krise und genau das ist der Fall. Ja, und wir haben natürlich auch als systemrelevanter Bereich im Bau davon profitiert, dass im Inland die befristeten Betriebsschließungen zur Eindämmung des Coronavirus wie in anderen Ländern hier nicht betroffen waren. Das heißt, wir konnten ganz normal weiterarbeiten. Also eine sehr schöne Entwicklung. Zu guter Letzt ist natürlich die Frage, wie geht es nun weiter in 2021? Das ist ja die klassische Analystenfrage. Wir haben sie letzte Woche oder wann war das, vor einigen Tagen jedenfalls so beantwortet, dass wir gesagt haben, wie immer keine Guidance, wir sagen keine Zahl. Das Geschäft ist zu volatil, zu auf und ab und alle fünf Minuten neue Parameter, veränderte Parameter. Es ist schwer, seriös wirklich ein Gesamtbild in Zahlen auszudrücken. Aber wir haben einen sehr schönen Start. Das verschafft uns in 2021 ein vernünftiges Polster. Ich gehe davon aus, dass wir im Rahmen des komplexen Geschäftsportfolios der BayWa AG ein sehr gutes 2021 abliefern werden. Das operative Ergebnis vielleicht ein bisschen besser als im letzten Jahr. Vieles hängt natürlich auch davon ab, wie die Pandemie sich entwickelt, was kommt da noch auf uns zu? Lockdown, Shutdown, irgendwelche Downs, das wäre auf Dauer natürlich in keiner Weise positiv, aber ich bin optimistisch, ich bin positiv, es wird ein super 21, so gut wie es 2020 war.